Also, guten Tag, herzlich willkommen. Moin, moin, Leute. Danke fürs Reinschalten zum Construction Bausimulator zusammen mit Gerd. Guten Tag. Guten Tag. Hast du das andere auch noch mit? Also, wir sind hier gerade am Verladen, ja, wie ihr seht. Zum Ende der Folge. Das hier ist unser LKW, der ist nicht gemietet. Den haben wir gekauft. Diesen riesigen Tiefladeanhänger haben wir auch gekauft. Der Kran ist allerdings nur gemietet, aber so viel Geld haben wir noch nicht, einen Kran zu kaufen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. So, ja, in der letzten Folge, wir sind immer noch dabei, es dauert halt, ne, Lärmschutzwände zu bauen. Aber jetzt kommen wir ganz gut voran. Das Material muss jetzt gleich zur Baustelle. Mal wieder eine Kolonne dahin fahren wahrscheinlich. Und darf die Ladung jetzt so. Mal gucken, wie komme ich denn hier? Ein bisschen Wendekreis. Ich bin jetzt so, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Und die Ausfahrt. Da hinten. Ja, hier lang. Na gut, ich folge dir gleich unauffällig. Ich drehe noch eine Ehrenrunde hier beim Bauhof. Oh. Ah, das können wollte ich gerade sagen. Bis ich noch leicht die Wand beschert habe. Na, dann mal los hier. Gerd? Ein bisschen Rotzo auf der Straße. Ah, da liegt irgendwas, ne? Ja. Oh, ich bin auch gegengekommen. Das ist aber auch, warum muss ausgerechnet hier eine Baustelle sein? Das ist auch unglaublich. Ja. Müssen wir die Straße nächstes Mal mal reparieren. Auch ein Auftrag? Ja. Das mit K mit in Aussicht. Ey, weißt du, nicht unbedingt besser. Nö. Und bist du hier auf die Autobahn gefahren oder bist du dahinter gefahren? Ja. Gleich hoch, rechts und dann wieder Richtung rechts. Friedenberg. Alles Baustelle hier. Das Kieswerk, okay. Da kommt der Dani. Wie gut. Mach ich das? Ja, du musst ja nicht 100 Meter vorher bremsen schon, Gerd. Ja. Lange, lange Bremsspur. Pass auf, unser LKW nicht, dass er kaputt geht. Oh ja. Ich habe ein gutes Stoßblock hin. Ja. Da haut aber die Kabine komplett kaputt. Oh ja. Da hast du Arco. Alle Rahmen können offen. Ja. So, ein Sandbell-Wert hier, Achtung mit Geld. Das ist ein bisschen rucklig. Ja. Oh, 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 oh nein! Alter, Gerd! Nein! Was machst du? Alter!
Okay. Was das denn? Du fliegst ja dauernd besser durch die Gegend, ne? Ich fliege noch, immer. Oh ja. Bleib fliegen. Oh ja, da hinten. Und nochmal. Oh. Und noch eine Runde. Die Karussell fahren. Ich bin schon wieder gelandet, ich weiß aber nicht genau, wo ich bin. Kann ich irgendwie Navi einschalten? Ich sehe auch unten. Ich sehe hinter dir. Sind wir denn? Da sind wir doch. Ich habe mal Reset gedrückt. Ich muss auf jeden Fall wenden. Der Bäume haben noch Korrosion. Wir müssen noch in die andere Richtung irgendwie, oder? Achso, wir müssen oben wieder rauf, ne? Wir müssen oben auf die Straße, glaube ich. Mhm. Komplizierte Verkehrsführung. Ein fliegender Holländer, ein fliegender Deutscher. Der Holländer hat den Deutschen hier weggekickt. Nee. Schöner Move. Gut, dass die ganze, ne? Also ich weiß nicht. Hoffentlich hat das nicht so viel Schaden für unseren LKW genommen, ja. Dann sollten wir nicht lieber keine eigenen Sachen kaufen und nur mieten. Nur bremsen, ich weiß gar nicht, kommt das eigentlich, kommt, hört ihr das im Livestream-Chat, liebe Leute? Bremsen? Ja. Geht schon bremsen. Du hast den anderen LKW kaputt gemacht, der ist jetzt weg. Am hinten getroffen. Das sind wir schon, ja. Möchte noch Freunde in Felsbach? Okay. Muss mal selber kurz gucken. Ich möchte links rum. Ja, links. Ja. Schnell weg. Schnell weg, bevor Geld wieder kommt. Ja. Schnell weg. Keiner gesehen, schnell die Sache mit Bayern können. Hört sich nicht das Kopfhörer auf. Schauen wir noch. Allein 10 Minuten damit beschäftigt, erstmal Baumaterial zur Baustelle zu kriegen. Der Zug rechts. Also jetzt rechts guckt. Ja. Der uns nicht das Material liefern. Schon zu schön gewesen. Oh, fahre jetzt 101. 102. Oh, guck mal, das zählt sogar nicht als Ampel. Ha! Musst geradeaus. Geradeaus. Du musst geradeaus? Ja, du musst weiter. Oh Gott, wo will mich das Navi denn hinführen? Das will mich wieder zu diesem Bauhof hinführen. Dummes Navi. Vielleicht zur Tanke. Das waren üben wir da mal ein bisschen. Komplizierte Straßenführung hier. So, hier vorne gleich rechts und dann muss es auch gehen. Die Schilder, die ich umfahre, deswegen ist es immer so laut. Ja,
Oh, das ist ein Krieg. Ja, das ist die Polizei. So. Kannst du abladen. Aber bloß ich kann das mit dem Kran wahrscheinlich nicht. Oder doppelte Kranstützen. Nimm mal das Kleine, dann kannst du gleich das Große nehmen. Ja. Das geht. Ja, ich bin schon zu weit. Ja, läuft. Ja, da brauchen wir sogar nicht mal den großen, schweren Kran für. Nimm ich den da hinten, ja. Kannst du den vorne packen. Konnte man es noch in sich drehen? Das gehabt, der das kann, oder? Linke Shift eingedrückt halten und dann mit der Pfeiltaste links und rechts. Ja, kommen wir gleich weiter, Kran hier. Ein bisschen Gas geben hier auf der Baustelle. So nicht. Das ist ja hier. German Gründlichkeit. Das geht doch gut. Na gut, dass wir gleich so einen LKW gekauft haben mit Kranfunktion. Einmal von Geld und dann haben wir es, ja? Dann gucken wir, was wir als nächstes müssen. Abschnitt D, Wandbau. Die Elemente Boden. Immer die Karte öffnet und mit der Maus auf ein Ziel zeigt und die Taste G drückt, ist das Navi auf das gewählte Ziel gestanden. Danke. Merken. Und wenn ich jetzt kein Ziel haben möchte im Navi, wie mache ich denn? Navi, kein Ziel. Klar setzen. Gibt es da irgendwas? Oh, der hat nur noch 80% der LKW. Den haben wir doch gerade erst gekauft. Wert. Das sind noch ein paar neue Teile hier. Unser LKW hat nur noch 80%. Okay.
Blick ist ein bisschen lang. Ja. Das ist mit meinem Auflieger ein bisschen schwierig. Dran hier. Musst du nicht höher machen? Nicht ganz so hoch kommen, ne, ich bin ganz hoch. Oh, Alter. Für Stahlträger hier. Doch, kann ich wohl, ich hab noch nicht richtig gedrückt. Die ein zweites Mal drücken und die Maus zu ohne sie und löscht das. Okay. Welchen nimmst du denn? Okay. Nimmst du der kleinen vorne mal? Dann nehme ich diese. So, das läuft ja hier. Richtig profihaft. Aber dauert tatsächlich. Also, ne? Wahnsinn. So eine ganze Folge kann man leicht damit. Mit ein bisschen rumkranen hier fahren. Potz. Stellt man sich das vor, ich meine, einige von euch haben das ja schon alleine gemacht, ne? Also wie viel braucht man für so einen Auftrag? Eine Stunde? Zwei Stunden? Drei Stunden? Oder stellen? Ich glaube, der ganze Abend. Ja, oder stellen wir uns da eben ein bisschen aus sich an? Ich glaube nicht, ne? Einen noch. Achso, mal nehmen wir. Dann kommen wahrscheinlich nach. Ne, da hinten stimmt noch nachher noch eine Schicht oder was. Lärmschutz. Mhm. Ein Stück noch. Nein, ja, gut. Ja, ich glaube, auch wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat und hier sieht man jetzt auch zu zweit, das hat schon ein bisschen was gebracht. Tatsächlich noch nächste Stufe. Ja, noch eine Schicht oben drauf. Ja. Aber ich sehe jetzt keinen Punkt, um zu packen. So, hier. Der Punkt hier. Siehst du denn immer noch nicht den Punkt? Nein, ich sehe den Punkt nicht. Sehe ich genau. Hier. Mal gucken, ob du da was anhaken kannst. Noch ein Stück runter. Ein Stück weiter weg. Ja, jetzt. Oh ne, das war ich wahrscheinlich. Kannst du noch ein Stück weiter raus? Ja, und jetzt runter.
noch ein Stück weiter Richtung Haus, so einen halben Meter. Ich kann hier... Nein, ich kann nicht... Ich habe was Buggy dann von... die Paneele, was ich noch sehe. Ja, du hast den Paneele nicht mehr. Bei mir ist, liegen die Paneele noch da. Okay, irgendwas synchromäßig, was kaputt ist. Ja. Dann beeile ich mich mal schnell hin. Eins noch, ne, doch eins noch. Ja. Bereich mit Erde verfüllen, Bereich mit Erde verfüllen. Oh ne, jetzt haben wir was. Aber da liegt ja Erde, ja. Ne? Du musst es nur, das muss eigentlich noch reingeschoben werden, oder? Ja. Das war's für dich. Ah, Modus. Den Radlader steht weit vorne. Den Radlader kannst du den hier hinholen, oder was? Es steht schon da. Weiter vorne. Da hinten. Wollen wir einfach ein bisschen das hier nochmal schaffen. Oh, es rennen. Frei. Ja, ich muss sagen, zeittechnisch rennt. Besser mit einer Raupe reinschieben. Ja, aber nur von der anderen Seite. Ne? Na hier, die Seite. Das ist auch nicht so weit. Nee, das war ein bisschen zu weit. Aber es waren immerhin schon 32%. Mal ein bisschen Erde für uns beanspruchen und die verkaufen. Da habe ich schon ja 52.000. Oh Gott, wo will ich hin? Bin fest. Fachmännisch verfüllt. Sieht schon immer aus als vorher. Verdichten geht auch gleich. Weiter nach unten. Ja, ich komme noch nicht mit der Schaufellenkung klar, muss ich sagen. Das erste Mal, dass ich Radlader, glaube ich, fahre. Letztes Mal hat ihr das ja, ne? Alle beginnen jetzt wieder. Ich will immer dann eigentlich die Schaufel nach unten machen, aber dann fahre ich. Und das war gerade eben das Problem. Ja, das hat gar nichts gebracht, ne? Ja, sage ich euch.
Ob. Schwierig zu lenken. Ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein, liebe Leute. Gerd versucht das nochmal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Jo, tschüss. Einsteigen?